Und da gibt es ganz, ganz viele solche Szenen, wo die Schauspieler Sachen machen, die einfach stark sind, ja. Und ich war überrascht über die Katharina Böhm, wie gut die mir auch jetzt wieder gefallen hat. Das ist, ich habe, die ist, spielt ja jetzt in vielen Filmen, im Fernsehen. Und das war ihr erster Film überhaupt. Und mit welchem Ernst sie das macht und mit welcher Unschuld. Also, ich mochte das. Finde ich, ist auch ganz erstaunlich, dass man eigentlich so die Zeitdistanz gar nicht so richtig wahrnimmt. Also die 30 Jahre, die zwischen der Entstehungszeit des Films liegen und heute. Okay, aber wir wollten ja eigentlich sind wir Sie ja wollen hier. über Goethe Genau. reden. Ja, aber Ha! was? Woher wissen Sie das? Naja, weil es hier doch Goethe-Festspielen Ah sind. ja. Ja, ich. Aber wir müssen uns Sie schon. müssen mich da schon was fragen. Ja, ich Genau, weiß. ja. Also ganz simpel. Ich meine, wie kommt es, dass Sie sich viermal mit diesem Stoff beschäftigt haben? Naja, Im Tagebuch übrigens das stimmt mit ja einem nicht ganz. positiven Ausgang, ne? Tagebuch, ja. Ungefähr 10 Jahre vor Tarot. Das habe ich auch nicht gesagt. Also diesen Film habe ich nicht geschrieben, das Drehbuch. Ja. Also das ist mir sehr stark aufgefallen. Das ist tatsächlich ein Buch, das hat Max Zielmann geschrieben und nicht ich. Und zwischen uns beiden ist schon ein großer Unterschied. Nach diesem Film habe ich ja, Gott, ich habe vorhin gerechnet, 18 Filme gemacht, bei denen ich jedes Mal das Drehbuch geschrieben habe. Alleine. Und ja, die sind schon anders. Ja, die Schauspieler sind zwar auch genauso wieder und die Kamera ist sicherlich ähnlich, obwohl auch hier die Kamera sehr, sehr anders ist. Das war die vorletzte Kamera von Martin Schäfer, die ich jetzt auch wieder sehr bewundert habe. Sowas gibt es heute nicht mehr. So eine Kamera gibt es nicht mehr. In allem, was Sie sehen, egal wo, im Ausland oder in Deutschland schon gar nicht, so eine Kamera gibt es nicht mehr. Was daran? Die Leute haben nicht mehr das Gefühl, die versuchen zu gefallen, die versuchen schnell zu sein, die versuchen den Zuschauer zu überrumpeln. Und hier, das ist eine Kamera, die bleibt ganz ruhig auf den Personen, ja, und ist absolut selbstsicher in dem, was sie tut, ja. Und, boah, ich meine, das ist auch jetzt in den Filmen, die ich danach gemacht habe, so, ja, auch mit anderen Kameraleuten, ja. Nachdem Martin Schäfer gestorben ist, der ist ja auch einen Film später gestorben. Und, habe ich, weiß ich nicht, mit bestimmt 5, 6, 7 verschiedenen Kameraleuten gearbeitet. Ja. Aber jetzt lassen Sie uns doch noch mal, Sie Okay, weichen so Sie ein wollen. bisschen aus mit dem Goethe. Ja, Also nein. bitte wenigstens Ja, einmal aber Sie eine müssen Antwort. eine Frage Einmal, stellen. ja, habe ich ja. Was denn? Warum Sie an den Ach so. Wahlverwandtschaften so kleben, egal ob es Ach jetzt so, ein anderer Drehbuchautor ist. okay. Alles klar. Ich wollte, als ich mit dem Abitur fertig war, in Abitur war ich in Deutsch sehr gut, da bekam ich eine 1 und hatte während der Abiturzeit einen Roman geschrieben und Gedichte. Und ich wollte Schriftsteller werden, ja. Und wenn man Schriftsteller werden will, also Romane schreiben will, muss man ja andere Romane lesen. Und einen Roman, den ich gleich auch da natürlich sofort gelesen habe, war Wahlverwandtschaften, ja. Und der hat mich fasziniert, ja. Und ich wollte dann schon sehr viel früher daraus einen Film machen. Bekam es aber nicht auf die Reihe, dass ich wollte keinen Film in der Vergangenheit ansiedeln, ja, hätte das aber, wollte aber eigentlich die Dialoge von Goethe behalten
Und das ging nicht, also habe ich es gelassen, ja. Und dann viele Jahre später, das war dann schon der sechste Film von mir, glaube ich, da habe ich ohne Drehbuch die Situation von, also die Personenkonstellation von Wahlverwandtschaften in einen Film genommen und der ganze Film ist improvisiert. Und da spiele ich den Eduard, was hier der Hans Tischler tut. Und meine damalige Freundin spielt die Ottilie. Und ja, das endet positiv. Das ist am Schluss irgendwie, statt eines großen Gartens ist es dann eine Fabriketage in Kreuzberg mit vielen, vielen Pflanzen. 1975, glaube ich. Also das war die Tomesche Fassung. Jetzt habe ich natürlich ein kleines Problem, ne? Ich will mit Ihnen über diesen Film reden und Sie können immer sagen, nein, das war aber Hans Zielmann, das bin gar nicht ich. Ja, das ist ja auch ein Problem. Ja. Ja, es wäre, also wir versuchen Sie es, ja. Ja. Also, was ist mit dem Tarot? Also Goethe-Wahlverwandtschaften, wenn ich das nochmal in Erinnerung rufen darf. Also Goethe, der Titel bezieht sich ja auf einen Begriff der damaligen Chemie. Ja, okay, ich habe nur jetzt etwas interessiert mich. Darf ich eine Frage stellen an Sie? Wer von Ihnen hat Wahlverwandtschaften gelesen? Der möchte bitte. Die Mehrheit. Nein, nicht die Mehrheit. Nein, Na, nein, nein. doch. Na, also Ja? mindestens die Hälfte, sagen wir Die mal so. Hälfte, Ja. okay. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, war, der Film ist in Frankreich, der Film lief in Cannes und der Film ist in Frankreich ins Kino gekommen. Und die französische Kritik war auch enthusiastisch, hat auch von Meisterwerk gesprochen. Und in Frankreich kannte jeder beim Tarot, Wahlverwandtschaften. In Deutschland eher weniger. Ich habe ja der Film, wenn der Film, als der Film ins Kino kam, habe ich ja auch Publikumsgespräche gemacht. Die Mehrzahl der Leute kannte das nicht. Aber offensichtlich ist hier wegen der Goethe-Woche ein großes Goethe-Publikum. Sie kommen nachher übrigens auch gerne noch zu Wort, gell, wenn wir uns erstmal so ein bisschen ausgesprochen haben hier. Also Wahlverwandtschaften nochmal. Also ein Begriff, eine Metapher eigentlich aus der Chemie der Goethe-Zeit bezeichnet ja die Attraktion zwischen Stoffen, die ursprünglich eben anders gebunden sind und wenn sie aufeinandertreffen, sich dann eben von den jeweiligen Partnern lösen. Und ein Goethe-Zitat muss sein heute Abend. In diesem Fahren lassen und ergreifen, in diesem Fliehen und Suchen glaubt man wirklich eine höhere Bestimmung zu sehen. Man traut solchen Wesen eine Art von Wollen und Wählen zu und hält das Kunstwort Wahlverwandtschaften für vollkommen gerechtfertigt. Muss man die Jacke ausziehen, liebe Frau. In Hans Zielmanns Drehbuch und ihrem Film, Maximal. Max Thielmanns Drehbuch und ihrem Film, ist die Chemie ersetzt eben durch das Tarot. Warum? Max Seemann ist sehr esoterisch, er glaubt an die Wiedergeburt und das spürt man immer wieder hier. Ich bin da neutral, sagen wir mal so. Und was das Tarot angeht, hatte ich, als er mir quasi das Projekt vorgeschlagen hat und mich gefragt hat, ob mich das interessiert, habe ich gesagt, ja. Da hatte ich vorher die Erfahrung gemacht mit Tarotkarten. Vorher nie. Aber in dem Jahr, wo er das Drehbuch geschrieben hat, also das muss 84 gewesen sein. Ja, 84, also ein Jahr bevor es gedreht wurde, hatte ich ein Haus gemietet mit großem Garten und da waren immer Leute da und da gab es Leute, die mir halt Tarotkarten gelegt haben. Ja. Und heute weiß ich überhaupt nichts mehr darüber. Ja. Aber damals war ich auch fasziniert und habe da eben. Weil es kommt ja darauf an, was derjenige, der die Karten sieht, was der dann fühlt, so wie es im Film mal zu sehen ist. Ja? Und da fand ich, da
Da kommt was raus, was durchaus Hand und Fuß hat, ja. Also war ich bereit, mich auf dieses esoterische Abenteuer einzulassen. Hans Dissler und Rüdiger Vogler waren total dagegen. Die haben das Drehbuch gelesen, haben ja gesagt, das ist Spielen, aber beim Drehen haben sie absolut gemeutert. Die Szene, wo die Karten gelegt werden, da sitzen die auf so einem Sofa Und gucken und Fußball oder gucken, Tennis oder sowas. nein, die Nee, gucken gucken. Wimbledon, Also doch Tennis, okay, immerhin. wo Boris Becker gewonnen hat. Ja, die gucken Okay. Wimbledon. Das war mein Trick, um die quasi außer Bei der Stange Gefecht zu zu setzen. halten. Nein, außer Gefecht zu setzen, ja. Die haben nämlich wirklich geguckt, ja. Ach, das war live in der Das Drehsituation war in der lief Serie, Wimbledon. ja, klar. So der Wahnsinn. Ja. Aha. Na, dann haben Ja, die und Glück das hat gehabt. funktioniert. Ja, ich hatte Glück. Aber sie haben aber auch gut gespielt, weil eigentlich guckten sie ja Tennis, ja. Aber wenn dann irgendwie was gesagt wurde, dann haben sie doch dazwischen gequatscht, ja. Und man merkte dadurch, aha, mit einem Ohr waren sie immer auch da, nicht? Und das fand ich schon sehr stark. Das hat sehr gut funktioniert. Aber vorher, die hätten mich fast umgebracht. Mit dem Rüdiger Vogel habe ich mich geprügelt. Der hat eine Lampe, wegen dieser esoterischen Dialoge. Der hat eine Lampe genommen und auf mich gehauen und irgendwie habe ich, weiß ich nicht, ihn wahrscheinlich Er wirkt eigentlich so friedlich. etwas kräftig gedrückt, ja, und dann war er verschwunden. Aber wir haben dann wieder weitergedreht. Und Hans Zischler war auch ein Drama. Nach diesem Film habe ich zu ihm gesagt, Hans, ich drehe nie wieder einen Film mit dir. Dabei ist es dann 15 glücklicherweise Jahre lang, nicht 15 geblieben. Jahre Fünf lang, dann lange Sendepause. kam Paradiso und ich habe ihm das Projekt vorgeschlagen und habe gesagt, ja, hast du Zeit, willst du es machen? Und dann hat er gesagt, ja. Und er sagt, willst du nicht erst das Drehbuch lesen? Dann sagt er, Rudolf, ich kenne dich doch. Also, Sie halten Ihren Schauspielern ja immer lang die Treue, eben Hans Zischler zum Beispiel. Übrigens auch so eine ganze Menge anderer Motive tauchen immer wieder auf. Es gab mal so ein spöttisches Wort, das heißt, bei Rudolf Thomé gibt es keinen Film ohne Picknick mit Rotwein. Sah man hier auch wieder. Film im Film ist auch, was für ein Film war das übrigens? Homer. Homer, ja. Ah, Vollmondnacht. da sind wir. Das passt natürlich auch wieder super, denn der Mond spielt ja, also das vom angefangen vom Licht über das Tarot, eine unglaublich große Rolle in diesem Film, genauso wie der Fluss auch. Deshalb haben wir den Drehort genommen. Was ist denn? Ich meine, kann sich ja jeder was dazu denken, ja? Dieser Fluss. Irgendwie Flüsse fließen ewig und trotzdem steigt Der man nie in Fluss denselben, fließt, ne? sagt Der doch Fluss der. fließt, genau. Trotzdem Natürlich. steigt man nie zweimal in denselben Fluss. Ja, in all meinen Filmen gibt es Wasser. Aber so einen Fluss hatte ich noch nie. Nee, glaube ich nicht. Übrigens, mit der Wiedergeburt ist mir noch so ein Goethe-Bezug eingefallen. Bei Goethe gibt es das auch. Ja, ach, du warst in einem anderen Leben meine Schwester oder meine Frau. Wo ist das? Das ist ein Zitat aus Wahlverwandtschaft. Oder Nee, nee. nee, nee, aus einem Gedicht. Ich weiß jetzt im Aus dem Augenblick nicht Gedicht. welches, Also aber ja, ja. okay. Ja. Warum sind die? Das ist ja auch ein ganz häufiges Thema. Film im Film sowieso, auch im letzten Film wieder Thema, auf eine ganz andere spielerische Weise. Warum sind die Künstler? Ich meine, bei Goethe sind die freischwebende Menschen, die sich um ein Gut bemühen, da eine gewisse Ordnung schaffen wollen. Man sieht die Charlotte hier manchmal so ein bisschen mit Gießkanne und Gärtnerinnenhut, aber ansonsten spielt das Zähmen der äußeren Natur eigentlich eine kleine Rolle nur. Warum sind die Künstler? Alle vier eigentlich. Wieder eine Frage an den Drehbuchautor. Ja, ich habe es halt nicht geschrieben. Nicht? Die, das war,
in der 10 Jahre bevor das Drehbuch geschrieben wurde, würde ich sagen, war es die große Mode, fast die gesamte Münchner Filmszene, und das war ja damals praktisch der deutsche Film. Alle Bauernhöfe und Häuser auf dem Land gekauft oder gemietet. Haben also nicht in München gelebt, sondern auf der Stadt. Ich auch. Und da passte das rein, und Max Siemann hat das natürlich auch mitgekriegt. Er hat es nicht gemacht, er wohnte immer noch an der gleichen Stelle, auch heute noch. Der hat halt quasi die Realität, so wie er sie erlebt hat, im Drehbuch beschrieben. Ja? Die Filmleute sind auf dem Land. Und dadurch kommt natürlich ein Moment von Konkurrenz auch rein. Also der Eduard ist bei Goethe schon auch ein Schluri, aber ich meine, hier ist er ja wirklich extrem unsympathisch, ein Scheusal eigentlich, lügnerisch, manipulativ, egoistisch, egoman, grauenhaft. Filmregisseur, der Filme macht, die Sie nie machen würden. Privatdetektiv deckt Umweltskandal auf. Ja, da hängt über Ihnen ein Plakat von einem Ozu-Film, ja, im Hintergrund in dem Haus. Übrigens mit Mond wieder, ne? Und die einzige, ist es das? Was? Das Plakat? Oder welches meinten Sie jetzt? Von Ozu, Yasujiro Ozu. Ja? Der Ghost to Tokyo oder Ah, irgendwie das ist ein das. anderes. Okay, weil es hängt nämlich noch eins mit, da steht dann oben drüber La seule femme en terre. Das habe ich nicht so schnell konnte ich nicht gucken. Okay. Wie Scheusal? Genau. Ja, Ja. ich meine, bei Wahlverwandtschaften, beim Lesen von Wahlverwandtschaften hat mich das eben auch am meisten fasziniert, dass Goethe selbst den Eduard beschreibt, als sei es eine Ameise, ja? Also total sachlich, und gleichzeitig hat er eine Distanz dazu. Also er identifiziert sich total mit Eduard, Goethe als Autor. Und gleichzeitig hat er eine Distanz. Das hat mich fasziniert, ja. Das war eigentlich das Eigentliche, was mich fasziniert hat. Weiß ich es auch nicht Ja, mehr. Weil ich denke, das ja. ist ein wesentliches Element von allen Filmen, die ich gemacht habe. So erzähle ich Geschichten. Ich bin bei den Leuten und gleichzeitig habe ich eine Distanz. Die Charlotte, also die verstehe ich irgendwie nicht. Ich finde es, ich würde ausflippen an ihrer Stelle mit diesem Kerl, aber das ist ein ganz anderes Thema. Aber das eigentliche Faszinosum, finde ich ja, ist die Ottilie. Verstehen Sie die? Ja? Also, denke ich mal, ich weiß es auch nicht genau. Also ich war jetzt fasziniert, ja. Aber ich mochte genauso ich mochte genauso gut die Charlotte, also die Vera Tschechowa, wie sie die Charlotte gespielt hat, wie sie quasi. Also sehr oft ist sie ja wirklich eine ältere Frau, ja, und bleiben in manchen Situationen sowohl mit Otto wie auch mit Zischler, wird sie wie ein junges Mädchen, und also richtig flirtet ein bisschen, und es sieht wunderschön aus, ja. Ich bin total überrascht, ja. Ja, sie ist unglaublich großzügig, viel zu großzügig, wie ich finde. Aber gut, das müssen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Aber lassen Sie noch mal wegen der Ottilie, dass die so eine Bestimmung fühlt. Also es ist ja im Grunde eine unglaublich romantische Figur, finde ich. Also hat mich jetzt Ja, dann nochmal an das Käthchen erinnert, also an Kleist eigentlich viel eher als an Goethe. Also Kleists Figuren sind einfach wie vom Blitz getroffen und wissen, was sie wollen und wozu sie da sind auf dieser Welt, und sei es, dass sie in den Tod rennen oder in ihr Glück hinterher. Ja. So eine ist die doch, oder?
Also so spielt sie und so ist das Drehbuch geschrieben, ihre Rolle, ja. Und sie macht es mit Haut und Haaren, ja, nicht? Also bei ihr ist überhaupt keine Distanz und deshalb ist das auch glaubwürdig, ja. Also meine ich. Also mir kam es jetzt so vor. So, aber jetzt bitte, ja, die Dame zuerst. Fand ich sie sowohl kindlich als auch sexuell verführerisch. Und ich finde, es hätte es in dem Film gar nicht gebraucht. Das hat mich sehr gewundert, weil extrem ja auch diese Szene, wo das Kind entsteht, die war ja sehr bedeckt. Im Gegensatz zu den zwei Nacktszenen, wo sie wirklich, also was heißt Nacktszenen, aber wo man im Teich sie einmal gesehen hat und danach. Ich habe es gern gesehen. Das glaube ich, ja. Gucken Sie mal ins Blaue meinen letzten Film an. Ja, der kommt am 16. November in der ARD. Da gibt es viele nackte Mädchen. Nein, ich habe es gerne gesehen und warum mir war wichtig, dass sie und Eduard in dem Teich nackt geschwommen sind zusammen. Ja? Das sollte gezeigt werden. Sie nackt zu zeigen, ein bisschen Brust oder sowas, das ist doch heute auch nichts mehr. Ja? Auch damals nicht. Nein, es war wichtig, aber, und das ist wichtig, quasi das damit zu erzählen, dass die da vorher im Teich zusammen nackt waren. Ja? Ihn sehen wir ja nicht, aber nackte Männer fand ich eh nie so besonders attraktiv. Ja. Wie bitte? Haben Sie nicht an die Frauen gedacht? Die das gerne sehen, an das weibliche Nackte Publikum, Männer? das gerne nackte Männer sieht, ja. Ja, ich habe auch schon nackte Männer im Film gehabt. Okay. Gibt's schon. Also meines Erachtens hat man den Hans Tischler, hätte man sehen sollen, aber ich habe es jetzt nicht gesehen, weil er hatte irgendwo in seinem Vertrag drin, dass man seinen Kniebel oder wie er das genannt hat, nicht sehen darf. Ja? Weiß ich nicht. Aber ich habe das jetzt nicht gesehen. Ich dachte, ich habe darauf gewartet. Also ich habe geguckt, wann kommt denn die Szene? Ja? Aber war nicht. Ich weiß es nicht mehr. Ja? Vielleicht habe ich die rausgeschnitten. Bitte, der Herr neben der Dame. Also ich bin ja heilfroh, dass Sie nicht das Drehbuch geschrieben haben, denn dann kann ich deutlich werden. Für mich war der Film gelaufen von dem Augenblick, in dem die Sache mit den Tarotkarten war. Und in dem dann das Ganze in die Wiedergeburt und in dieses ganze ja, Gewäsch darüber abglitt. Und auch die ganze Gestalt der Ottilie, die ja rätselhaft bleibt, eine romantische Figur in der Tat, wie Sie gesagt haben. Dieses Rätsel wird ja auch nicht aufgelöst bei Goethe, überhaupt nicht. Und hier sagt ja gegen Schluss dann die Katharina Böhm ihren Text auf. Das klingt wie im Krimi, wenn die Auflösung aufgesagt wird. Und dann geht es auch wieder hinaus auf diese blödsinnige Wiedergeburt. Das Wiedergeburt kann man glauben oder nicht. Goethe hat aber seinen Film, seinen Roman genannt, Die Wahlverwandtschaften. Und Sie, Frau Fühner, haben eben erläutert, was das bedeutet. Das war neueste, modernste Wissenschaft. Und Goethe war ja bekanntlich Naturwissenschaftler und hat sich auf seine Naturwissenschaften mehr eingebildet als auf seine literarischen Produkte. Das war modernste Wissenschaft, die da diskutiert wurde. Und es war sensationell, dass Goethe hier an dieser Stelle Naturwissenschaft und menschliche Gesellschaft, menschliches Zusammenleben aufeinander bezogen hat. Und das zu ersetzen, durch diesen Aberglauben von Tarot und Wiedergeburt, das macht wirklich die Sache zunichte. Und wenn dann die Ottilie, ob mit Brust oder ohne, dann fand ich ein bisschen billig, die Szene übrigens. Das muss ich schon sagen.
Und das ist, hat der Regisseur gemacht. Aber dass dann die Figur der Ottilie so aufgerollt wird, es ist eben die Wiedergeburt, und dann sagt sie noch schnell, was sie sich so gedacht hat, das wird, glaube ich, dem Roman in keinem Fall gerecht, und es steht ja dann auch am Schluss nur da nach Motiven von Goethe. Nur, ich meine, auf jeden Fall war Goethe der Modernere, weil der die modernste Naturwissenschaft an der Stelle aufgegriffen hat und experimentiert hat, wie geht das zusammen mit der menschlichen Gesellschaft, mit dem menschlichen Zusammenleben, während hier das Uralte sozusagen herangezogen wird. Was soll ich dazu sagen? Sie haben ja schon gesagt, wie gut, dass ich nicht das Drehbuch geschrieben habe. Aber ich bin da entspannter. Hans Tischler und Rüdiger Vogler, die, wenn die jetzt hier säßen, die würden Ihnen Beifall klatschen. Aber Sie sind da auf jeden Fall weniger rigider und als ich. Ich sehe das halt. Ich kann es nur so sagen. Ich sehe es entspannter. Sie sind einfach. Mein Gott. Ich lese zurzeit so viel über die Islamisten, ja, und über die ISIS-Leute, ja. Ich meine, es ist sehr radikal, was sie formuliert haben und wie sie es formuliert haben, ja. Und also, ich bin ein anderer Mensch, ja. Ich würde nie so eine andere Auffassung so direkt frontal attackieren, ja. Würde ich nicht. Aber ich meine, es war ja einfach mal zunächst auch eine Feststellung, also dass es auf der einen Seite sozusagen Stand der Wissenschaft war zu Goethes Zeit, ja, und heute ist es sozusagen ein Rückfall ins Vorwissenschaftliche. Das kann man, denke ich, schon so sagen. Ganz unpolemisch. Nee. Also ich meine, Sie haben das vorhin so mit den Wahlverwandtschaften, das ist ja eine ganz simple Tatsache innerhalb der Chemie, dass wenn bestimmte Elemente zusammenkommen, sind da sich Verbindungen herstellen, darauf beruht die gesamte Chemie, ja. Und das war also keine große Entdeckung damals, ja. Das wusste man schon wahrscheinlich zur Zeit der Griechen, ja. Aber und das kann in der Chemieunterricht jedes Schulkind mit kleinen Experimenten feststellen. Das dann quasi auf Menschen zu übertragen, ja, ich meine, das hat nichts mit Wissenschaft zu tun. Der hat das einfach halt getan was der Max Fehlmann, der Drehbuchautor, da mit den Tarotkarten macht. Ja, ich hatte Ihnen gesagt ja vorher, dass ich ähnliche Erfahrungen gemacht habe. Und deswegen hatte ich damit kein Problem. Haben Sie schon mal Tarotkarten gelegt? Ja? Nee, wir haben hier jetzt noch, Entschuldigung, ja. Ich wollte nur sagen, wir haben noch mehrere Wortmeldungen. Okay, also vielleicht, es soll nicht zum Dialog werden. Genau. Genau. Also beziehungsweise kann es auch gerne, aber es sind noch einige, die noch was fragen wollten. Vielleicht machen wir. Ja, ich wollte nur einen Satz vielleicht noch dazu sagen. Man kann es ja auch als Figurenrede nehmen, ja, also nicht als Behauptung des Filmes, obwohl das auch der Titel ist, aber es ist eben auch Figurenrede. Es ist die Position einer Person innerhalb des Films. Bitte. Herr Thomae, vielen Dank für den Film. Sie haben sehr bescheiden gesagt, so Kameraleute wie Schäfer gibt es nicht mehr. Dann haben Sie gesagt, das Drehbuch hatte der Ziemann gemacht. Und wahrscheinlich würden Sie über die Musik auch noch sagen, das hat der Oliver gemacht. So. Und dann frage ich mich, was haben Sie eigentlich gemacht? In anderen Worten, ich würde es ganz konkret mal wissen. Es gibt eine sehr schöne Szene, wo auf Böhmen geschossen wird, eine ganz langsame Kamerafahrt auf Sie, als Sie im Auto sitzen. Und da hätte ich mich mal dafür interessiert, Sie haben vorhin gesagt, Schäfer hat so eine ganz ruhige Art, mit der Kamera umzugehen. Haben Sie da nicht auch mitgewirkt oder war das bei den Szenen so, dass Sie gesagt haben, naja, hier ist das Drehbuch und film mal. Also ich würde gerne noch von Ihnen mehr wissen, wie viel Sie da selbst mitgegeben haben, entschieden haben oder können Sie sich nicht mehr daran erinnern oder wollen nicht mehr.
Wenn mich Leute fragen, was ich mache als Regisseur, sage ich gar nichts. Ich sage nur ja und nein. Und weil für jede einzelne Sache gibt es ja andere, die das tun. Ja? Aber ich muss ja sagen. Ich kann auch nein sagen. Und manchmal sage ich nein. Und der Weg, der dann zu einem Ja führt, bei einer Szene, die ist manchmal ganz schnell, manchmal dauert es sehr lange. Es hat auch schon einen halben Tag gedauert, bis aus einer Szene, die total scheiße war am Anfang, plötzlich eine tolle Szene wurde. Und also, was auf jeden Fall meine Arbeit ist, ist die Arbeit mit den Schauspielern. Das Schauspieler spielen zwar selbst, aber Schauspieler sehen, ich bin quasi wie ein Spiegel für sie. Sie sehen, sie spüren mich, wie ich reagiere, wenn sie spielen. Ja. Sie nehmen mich wahr. Und ich reagiere manchmal sehr, sehr stark. Ja. Ich schreie, wenn ich begeistert bin. Ja. Und das lieben sie natürlich. Ja. Und es ist halt auch so, dass ich nicht, mich interessieren keine schönen Bilder, mich interessieren nur die Schauspieler. Das ist mein Ding, ja. Und sie hatten da noch was gefragt mit dieser Kamerafahrt im Auto. Ja, das bezog sich auf, ich habe vorhin Schäfer gelobt, dass der so ruhige Kamerafahrt, also ruhig arbeitet. Hat er die Szene quasi selbst entschieden und haben Sie die auch mitentschieden? Ja, natürlich habe ich auch mitentschieden, ja. Ich meine, wenn die Arbeit mit Martin lief in der Regel so, dass die Schauspieler hatten also das Drehbuch, ja, und wussten also, was zu spielen ist. Wir waren an dem Ort, wo das gespielt werden sollte, und dann haben sie das mal gemacht, ja. Und Martin stand neben mir und hat geguckt, mit mir geguckt, wie das gehen wird, ja, nicht? Also wir haben nicht vorher festgelegt, weil so machen es die meisten Regisseure, das drehen wir so, das ist die Einstellung, und da machen wir eine Fahrt und andere Sachen, die werden vorher festgelegt, und dann müssen die Schauspieler, die haben dann vielleicht sogar noch Markierungen auf dem Boden geklebt gekriegt und müssen sich innerhalb dieser Markierungen dann bewegen, ja. Und das, bei mir ist es genau andersrum, ja. Und das lieben viele Schauspieler sehr, ja, weil sie dadurch eine Freiheit haben und dadurch einfach besser sind, ja, nicht? Und hier bei dem Film war es nun auch so, einige der Szenen, wo der Protest von Tischler und Rüdiger Vogler so extrem war, habe ich gesagt, also jetzt, es ist mir wurscht, ja. In der Szene muss einfach das und das rauskommen, dann fantasiert was, improvisiert. Ja, gut, und dann haben die das gemacht, bekamen plötzlich Spaß an der Arbeit, ja, und wir haben es dann so gedreht. Der eine schöne Satz, wo dieses kleine Mädchen auf dem Boot fragt, was ist ein Roman? Und dann sagt der Rüdiger Vogler, ein Roman ist wie das Leben, nur getippt, ja. Das war die Idee von Rüdiger Vogler. Auch nicht von Max Siemann. Ja, sowas sind Geschenke, ja, nicht. Und wenn man aufnahmebereit ist und offen ist für das, was von den anderen kommt, ja, kommen halt tolle Sachen zustande, ja, nicht. Genau, ich hatte hier noch eine kurze Bemerkung auch zu diesen Tarot-Geschichten beziehungsweise zu den Wahlverwandtschaften. Also gestern war hier schon wurden zwei Verfilmungen gezeigt von den Wahlverwandtschaften, und ich wollte nur sagen, dass diese AB, also da haben die Taviani-Brüder zum Beispiel versucht, diese Wahlverwandtschaften dort den Charakter erklären zu lassen, und das war so sah gar nicht nach modernster Chemie oder so aus. Also ich wollte nur sagen, da war das schon recht erfrischend hier mit den Tarotkarten fast. Und ich denke, ich würde das jetzt auch nicht überbewerten. Aber ich würde auch gerne eine Frage stellen zu den Dreharbeiten explizit, und zwar: Wie viel Zeit nehmen Sie sich oder haben Sie sich jetzt genommen für die Proben? Also ist das dann so abgelaufen, dass man
die Szene entwickelt oder dass man sich schon Wochen vorher trifft und dann diese Szenen genau einstudiert? Wie ist das abgelaufen? Nichts vorher, am Ort. Das halte ich nicht aus, weil das ist, je nachdem, an welchem der Ort spielt eine Rolle. Der ist ganz, ganz wichtig. Der Drehort ist unendlich wichtig und die Szene an einem anderen Ort, so wie wie heißt denn der berühmte Theaterregisseur, der da auch eine Szene hat? Tabori. So wie der Tabori quasi ein Theaterstück in einem komischen leeren Raum vorbereitet, so kann ich nicht drehen. Ja? Aber so wollte Tabori es machen. Naja, immerhin hat er auch die konkreten Schuhe dahin gesetzt. Ne? Leider. Er hat die Szene so viel besser gespielt gehabt, vorher in Proben. Ja. Und dann hat die Tonfrau Terror gemacht wegen der Neonlampen, die ein Geräusch produzieren, was man auch jetzt noch hört. Ja. Bis dann haben die versucht, das wegzukriegen, hat nicht funktioniert. Und Tabori ist ein alter Mann gewesen, ja, der ist dann halt müde geworden, ja. Und das, was man jetzt sieht, ist leider nur ein Viertel von dem, was ich vorher hatte, ja, nicht, was ich aber nicht gedreht habe. Ja. Naja. Nein, ich wollte noch zu der anderen Frage Sie hatten irgendwas gesagt, der andere hat da mit der Kamera im Auto. Weil, wenn das Kind im Auto, in der Autofahrt stirbt, bewegt sich die Kamera ganz langsam immer näher. Das ist kein Zoom. Das ist kein Zoom, sondern Martin Schäfer hat dafür eine Schiene? Eine Art Schiene, nee, nicht eine Schiene, das geht ja nicht im Auto. Eine Metallkonstruktion hat er sich bauen lassen von einer Mechanikfirma, wo man wie bei der Mitchell quasi kurbelt und die Kamera fährt dann langsam vor, ja, nicht? Und in der Einstellung, in der Szene, ist es natürlich optimal, ja. Haben wir auch nur einmal benutzt, ja. Ich hätte noch eine Frage. Von wem ist eigentlich die tolle Idee gekommen, zu Anfang dieses Mahlerlied zu bringen? Wenn mein Schatz heute Hochzeit macht, habe ich einen traurigen Tag. Normalerweise heißt ja dieser Liedtext, mein Schatz heiratet jemand anders. Während an dieser Stelle wird der ganze Film vorweggenommen, auch die schlechte Position von dem Eduard. Sein Schatz, den heiratet er ja selber. In dem Moment ist eigentlich für mich der ganze Film klimatisch vorweggenommen gewesen. Ein Trauerstück letztendlich. Jedenfalls unter dem Gesichtspunkt von dem Eduard, den die Sprecherin da vorne zu Anfang so niedergemacht hat, während ich denke, er ist ein armer Mensch und das kommt da schon gleich zu Anfang. Mich würde nur interessieren, der Malertext kann ja nicht von Goethe da reingekommen sein, sondern, also auch wenn er aus des Knaben Wunderhorn, glaube ich, ist, von wem ist diese Idee mit dem Malerlied gekommen? Ist der von Ihnen oder auch vom Zielmann? Weder von mir noch von Zielmann. Ich glaube nicht von Zielmann, ich glaube, das war die Idee von Hans Tischler. Ah ja, wundert mich am wenigsten. Prima. Wobei es, glaube ich, nicht ganz korrekt ist. Ne? Der Originaltext, also beim Maler jedenfalls, ein bisschen anders. Wenn mein Schatz Hochzeit macht, fröhliche Hochzeit macht, heißt es, ne? Also es fehlt eine Zeile, ist mir aufgefallen. Nee, das ist was, Maler, der ja. Komponist? Ja. Ich kenne mich in klassischer Musik nicht aus. Ich kenne nur Rolling Stones. Das klingt sehr nach Zischler. Wenn es von Mahler ist, klingt das verdammt nach Tischler. Ich glaube auch nicht, dass Max Thiemann das kennt. Ja? Und Hans Tischler ist ein Schauspieler, er ist ja kein richtiger Schauspieler. Ja? Er ist ein Darsteller, wie er sich nennt, voller Einfälle. Den muss man ständig stoppen, weil der läuft über vor Ideen. Was aber auch schön ist, vor allen Dingen, wenn sie gut sind. Ja, bitte. Ich würde gerne zu Max Thiemann was fragen, weil sie ja die ersten Langfilme mit ihm gemacht haben.
und es dann wieder so lange gedauert hat bis zu dem Film, wieso sie dann irgendwann aufgehört haben, zusammen Filme zu drehen. Also ich fand auch Detektive oder Rote Sonne, die Zielmann-Drehbücher und ihre Inszenierung immer wunderbar. Und auch hier in dem Fall fand ich die Kooperation sehr faszinierend und ich fand es immer schade, dass sie nicht noch mehr gemacht haben. Und da wollte ich ein bisschen zu fragen, ja. Also hier war es nun so, er hat das Drehbuch geschrieben, er war in München, ich war in Berlin und ich hatte nichts damit zu tun. Beim ersten Film, bei Detektive, hatte er das Drehbuch angefangen, aber dann wieder aufgehört, weil es ihn zu sehr an einen Godard-Film, jetzt weiß ich jetzt nicht welchen genau, also einen Godard-Film erinnert hat, ja. Und ich hatte war in der Situation, ich hatte gerade einen Kurzfilm gedreht und habe die Petra Nettelbeck, die Frau des Filmkritikers der Zeit, der ja auch dann mal Chef der Berlinale war, glaube ich, ja, doch, ja, ja, ja. Und hab die in Oberhausen kennengelernt und hab gesagt, wenn sie, ach so, ja, sie, ihr Vater war Direktor von VW do Brasil und sie hatte einen anderen Film finanziert und ich habe sie dann gefragt, ob sie mir nicht einen Film finanzieren könnte. Ich würde es schaffen, mit 30.000 Mark einen Film zu machen. Und hab dann angefangen, diese Geschichte, die der Zielmann angefangen hat, aber aufgehört hat, ihr zu erzählen. Und als ich dann wieder zurück nach München kam, ja, so, Max, jetzt musst du das Drehbuch schreiben dazu. Weil ich krieg dafür Geld. Und dann hat der Max Zielmann das gemacht. Das ist so ein bisschen ähnlich wie im Film. Hm? Und da war, in der Zeit bin ich quasi, da hat er dann geschrieben und ich bin jeden Abend dann zu ihm gekommen und hab gelesen, was er geschrieben hat. Dann saßen wir dann in der Kneipe zusammen, haben ein Bier getrunken und haben darüber geredet. Meine Theorie war, durch die Art, wie ich das, was er geschrieben hatte, Tag für Tag, wie ich das aufgenommen habe, habe ich quasi Regie beim Drehbuchschreiben geführt, ja, durch meine Reaktionen, ja. Bei Rote Sonne war es ähnlich, ja. Da haben wir, darüber streite ich mich gerade mit ihm, weil ich hab ja in meinem Blog geschrieben, dass ich eine Autobiografie schreiben will und damit an meinem 75. Geburtstag anfangen will. Und da wollte er Dinge richtig stellen und sagte, ich hätte in Interviews immer gesagt, die Idee zu Rote Sonne sei uns gemeinsam gekommen. Ja? Und er hat jetzt, ja, es geht ein bisschen hin und her. Ich kann mich ganz genau erinnern, dass wir wollten eine Liebesgeschichte schreiben. Das war der Hauptausgangspunkt. Und zwar eine Liebesgeschichte zwischen Marc Bad Bohm und Uschi Obermeier, den beiden besten Schauspielern aus Detektive. Und naja, und dann war uns klar, das können keine normalen Leute sein. Ja? Das können ja, die Uschi kann keine Sekretärin sein und Marc Bad Bohm kann nicht Verkäufer oder weiß der Kuckuck was oder Friseur oder so sein. Also es müssen ungewöhnliche Menschen sein, ja. Und da waren wir auch dann beeinflusst von Godard und hatten als erste Idee, dass wir dass die beiden in einen Bus steigen, der nach Peking geht. Das war halt die Mao-Zeit, ja, nicht? Und das haben wir dann Gott sei Dank fallen lassen, ja. Aber in Rote Sonne, im Titel und so, ist doch noch etwas davon enthalten. Und während wir zusammen saßen, vorher ist es passiert, dass die Valerie Solanas den Andy Warhol angeschossen hat, ja. Und ein Manifest, ein Verein gegründet hat, Society for Cutting Up Men, SCUM. Und, das war 3 Monate vorher. Das war also auch in unserem Kopf. Und dann erschien, während wir zusammen saßen, in einem neuen Spiegel ein Text der SDS-Frauen in Frankfurt,
wo eine der Anführerinnen, die Filmregisseurin. Helma Sanders Brahms. Sander Brahms. Nee, Helma Sanders. Helma Sander. Helge Sander. Nicht Helma Sanders. Helge Sander. Helge Sander. Ja. Wo eine der Anführerinnen Helge Sander war. Und der Spiegel hat dieses Pamphlet, weil die SDS-Männer wollten, die Frauen wollten ihre Sachen alleine machen und wollten die Frauen, die sollten weg, draußen bleiben, ja. Und die haben also dagegen gemeutert. Und dann das hat der Spiegel abgedruckt. Und ich war total geschockt, ja, von der Sprache, die die benutzt haben, ja. Also ich bin im Grunde genommen sehr bürgerlich und erzogen worden, ja. Und das war also für mich manchmal unter der Gürtellinie, ja, nicht. Und naja, und da kam dann auch auf hin, Rote Sonne, ich, ja, auf dem Film, dass Frauen die Männer umbringen. Max Siemann hat mir jetzt gesagt, er hätte auch noch eine private Erfahrung da gehabt. Er hätte nämlich da sich von einem Mädchen getrennt und es sei ihm durchaus vorstellbar gewesen, dass die kommt, um ihn zu erschießen. Weil das offensichtlich nicht so hasenrein war. Gut, das wusste ich nicht, so habe ich es nicht wahrgenommen. Aber er jetzt bestreitet er auch nicht mehr, dass wir zusammengesessen haben. Ich weiß es nicht. Aber auch das Drehbuch hat er dann alleine geschrieben, da war ich nicht dabei. Wie ist es, wenn man zusammen ein Drehbuch schreibt, der eine schreibt, der andere kassiert? Oder am Schluss teilt man das Geld. Ja, das haben wir mit dem, wir haben vorher ein Drehbuch gemacht, Supergirl hieß der. Vor Detektive war der geschrieben. Ja? Und da war es nun tatsächlich so, Max saß an der Schreibmaschine und ich bin im Raum rumgelaufen. Ja, nicht? Und wir haben Gin Tonic getrunken. Aber es ist immer so, dass, also das sind auch seine Erfahrungen in dieses Drehbuch hier eingeflossen, ja. Natürlich, klar, weil der an der Schreibmaschine sitzt, der schreibt mehr als der andere, der daneben steht, ja. Ganz klar. Ja, haben Sie denn aufgehört, eben mit ihm zusammenzuarbeiten, weil Sie selber eben die Drehbücher schreiben wollten? Nein, achso, das hatten Sie ja gefragt. Nein, Max Siemann war, war nicht glücklich über das, was ich aus seinem Drehbuch von Rote Sonne gemacht habe. Und fand das nicht gut. Heute denkt er anders. Heute geht es ihm darum, weil er sagte, es gibt so eine Theorie des genialen Moments. Und heute sagt er, es war ein genialer Moment, dass uns das damals eingefallen ist. Ja. Das hätte er gerne für sich alleine in Anspruch genommen. Geht aus seiner E-Mail hervor. Mir ist es wurscht. Bloß ich weiß halt, wie es war, nicht? Und habe ihm dann meine Erinnerungen gesagt und dann aufgehört, dagegen zu schreiben. Okay, eine letzte Frage noch, bitte. Oder Kommentar. Soll ich noch was sagen? Ich meine, jetzt wollen wir doch bitte mal zurück zu Goethe, den wir ja schon fast vergessen haben inzwischen. Das Problem, wenn man über Literaturverfilmungen spricht, das kann ja Folgendes sein, dass man sagt, ja, aber in den Wahlverwandtschaften ist das so und was habt ihr hier draus gemacht und so weiter, total verfehlt. Und es ist aber auch denkbar, dass der Film ja was ganz anderes sein will und dann kann man nicht sagen, das ist besser oder schlechter als in der Vorlage. Meine Frage wäre jetzt aber, und das ist eine echte Frage, versteht sich der Film als eine neue Lektüre sozusagen der Wahlverwandtschaften, als eine, man kann die großen Kunstwerke ja in jeder Zeit wieder neu lesen und sie zeigen immer neue aktuelle Seiten, oder ist der Film etwas ganz anderes, der eben tatsächlich, wie es im Nachspann heißt, nur nach Motiven von gedreht ist. Darauf würde ich mir gerne Antwort wünschen. Der Film ist was ganz anderes. Es ist einfach nur ein Film. Gut, das war das Schlusswort. Alle Probleme gelöst. Der Film ist was ganz anderes. Ein Film. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Rudolf Thomé, für den Film und fürs Rede und Antwort stehen. Schönen Abend noch. Vielen Dank.